Ihr seht den Vorteil. Fuck. Ich habe das Teil in schwarz bestellt. Das ist nicht schwarz. Schwarz? Nicht schwarz. Da muss man das Teil einfach Bruce Lee-mäßig pack, hochhauen und der Gang muss drin sein. Hallo zusammen. Im letzten Video gab es nur was fürs Auge und heute sprechen wir mal wieder über was Technisches. Technisch nicht im Sinne vom Basic Talk, sondern es geht eher in die Richtung Produktvergleich. Also das heutige Thema sind Shortshifter oder Schaltwegverkürzung. Gut, dass mein Barhocker nicht nervig quietscht. Ich versuche ganz ruhig zu bleiben in diesem Video. Also zum Aufbau des Videos. Erst einmal sprechen wir darüber, was ist so ein Shortshifter überhaupt? Wo findet das Teil Platz im Auto? Wofür braucht man das? Der nächste Punkt wäre der Einbau. Das werde ich nur ganz grob anreißen, denn es ist in jedem Fahrzeug unterschiedlich. Ich kann es explizit für BMWs erklären, da das Prinzip fast immer identisch ist. Allerdings weiß ich nicht, wie es bei Autos mit Schaltseilen ist, wie zum Beispiel bei Opel und ich glaube Minis haben auch Schaltseile, bin mir da nicht sicher. Daher reiße ich das wirklich nur ganz grob an, dass man weiß, wo findet das Teil Platz und traue ich mir zu, es selber einzubauen. Dann kommt der Kernpunkt dieses Videos und zwar der Vergleich zwischen CAE-Shiftern, Coolerworks-Shiftern, IRP-Shiftern und RTD-Shiftern. Die ersten drei aufgezählten Shifter sind überall in Deutschland problemlos erhältlich. Letzterer kommt aus dem Libanon. RTD ist eine Manufaktur aus dem Libanon, was die ganze Sache recht selten macht in Deutschland. Die kommen gar nicht so häufig vor. Und ja, dazu werde ich, wie gesagt, gleich noch ein paar Worte verlieren. Vorab, was ist ein Shortshifter? Dafür wäre es natürlich super, wenn wir einen Shortshifter da hätten, am besten im ausgebauten Zustand. Zum Beispiel so ein. In dem Fall habe ich sogar einen RTD-Shifter, was jetzt gerade nichts zur Sache tut. Also grundsätzlich, wozu ist so ein Teil gut? Erster Punkt, normalerweise habt ihr nur einen kleinen Schaltknauf im Auto, mal größer, mal kleiner. Jedenfalls greift ihr vom Lenkrad immer runter, schaltet und greift dann wieder hoch ans Lenkrad. In diesem Fall ist das Ganze deutlich länger. Das heißt, ihr seid neben dem Lenkrad. So. Ihr seht den Vorteil. Fuck. Also kürzerer Weg zwischen Lenkrad und Schaltknauf. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Schaltwege sind deutlich kürzer. Mit Schaltwege meine ich tatsächlich den Weg von zum Beispiel Gang 1 in 2. So, dieser Weg ist jetzt übertrieben dargestellt bei einem Serienschaltknauf. So. Bei diesem Shifter wäre zum Beispiel so. Also das sind die wesentlichen Punkte, warum man so einen Shortshifter verbaut. Und zwar, dass man kürzere, präzisere Schaltwege hat und eben das Handling verbessert, indem man den Weg verkürzt zwischen Schaltung und Lenkung. Nein, Lenkung und Schaltung. So, wie ist so ein Teil aufgebaut? Klar, wir haben unseren erweiterten Schaltknauf. Dann haben wir in der Regel hier eine Arretierung für den Rückwärtsgang. Bei manchen ist es zum Drücken, bei manchen zum Ziehen, bei anderen ist es ein kleiner Hebel hier. Dann haben wir eine Bodenplatte. Diese Bodenplatte wird mit dem Fahrzeugtunnel verschraubt oder auf dem Fahrzeugtunnel verschraubt und in der Regel von unten gekontert. Dann haben wir hier unten das Gegenstück, wo wir das Schaltgestänge verbinden und das Schaltgestänge geht in das Getriebe. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. So, dazu kommt jetzt, dass dieser Shifter eine Besonderheit hat, er hat eine Zentrierungsfeder. Das ist so eine Torsionsfeder oder auch Schenkelfeder genannt. Und zwar hat das den Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Gang 2 bin, ich simuliere das jetzt mal links unten, Gang 2, dann möchte ich in Gang 3. Normalerweise, jetzt wieder übertrieben dargestellt, müsste ich hoch in die Mitte und nochmal hoch in Gang 3. So, jetzt kann es sein, dass ihr ein etwas älteres Getriebe habt und ihr seid auf der Rennstrecke, sprich älteres Getriebe, die Mechanik innen ist ein wenig ausgenudelt und ihr seid auf der Rennstrecke, das muss schnell gehen. Da muss man das Teil einfach Bruce Lee-mäßig pack, hochhauen und der Gang muss drin sein. Und wie gesagt, wenn ihr ein älteres Getriebe habt, was ein wenig ausgenudelt ist, die Mechanik da schon einige Kilometer gesehen hat, kann es sein, dass ihr beim pack gegen eine Wand haut, weil ihr zwischen Gang 1 und 3 drückt.
Dafür ist diese Zentrierungsfeder. Die Feder ist dafür da, dass der Shifter von alleine immer mit einer gewissen Kraft in die Mittelposition drückt. Das heißt, die Feder sorgt dafür, dass wenn ich von 2 einfach nur hochdrücke, ohne wirklich eine Gasse zu suchen, ist dieser Shifter immer sofort in der Mitte. Das heißt, 2 in 3 ist einfach nur hochdrücken, 3 in 4 ist einfach nur runterziehen, bei 5 muss ich dann wieder eine Kraft aufwenden. Glaubt mir, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und das erleichtert euch einiges und ist wirklich deutlich präziser. Das vorweg. Okay, so viel dazu. Das war der Aufbau. Was ist so ein Teil überhaupt? Wie funktioniert es in etwa? Kommen wir zum Einbau, auch ganz quick and dirty, und dann sind wir auch schon beim Kernpunkt. Ja, eine Sache vorab. Der BMW Z4 ist ein Sonderfall, was Shortshifter angeht. Dazu komme ich aber ganz am Ende des Videos. Denn die meisten von euch werden kein Z4 fahren, sondern fahren irgendwelche anderen Autos, und dafür sind diese Informationen 1:1 übertragbar. Das heißt, die Z4 spezifische Sache schiebe ich ganz ans Ende des Videos, werde ich nochmal ansagen, ab dann könnt ihr abschalten, und die unter euch, die eine Z4 besitzen, bleiben einfach dran. Ganz easy. So, um euch jetzt schnell zu zeigen, wie man so ein Teil einbaut, was man beachten muss, brauche ich noch weitere 1-2 Teile. Die da wären eine Schaltstange und noch so eine Platte hier. Das ist ein Schaltgestänge aus einem alten Auto. Ich weiß nicht woher, es ist nicht aus meinem Auto. Das, was ich euch jetzt zeige, funktioniert eigentlich für alle BMWs. Ihr habt eine Klammer, die löst ihr. Junge! Ging ganz einfach. Wichtig, ihr habt so kleine Kunststoffunterlegscheiben, die dürft ihr nicht verlieren. Von oben zieht ihr den Schaltknauf ab, einfach abziehen. Ich glaube nicht, dass die geschraubt sind bei irgendwelchen Autos. Müsst ihr euch explizit bei eurem Auto anschauen. Abziehen, und von unten die ganze Armatur, die mit dem Schaltknauf zusammenhängt, die muss raus. Bei den BMWs ist es hinten eingehakt und vorne sind 2 Clips. Rausziehen, dann kommt die ganze Armatur runter und stattdessen kommt der Kollege hier drauf. Also ihr müsst den Tunnel frei machen, dann schraubt ihr ihn bzw. setzt den an, bohrt die entsprechenden Löcher, wenn sie nicht schon vorhanden sind. Bei RTD sind die Abstände so gewählt, dass die im Tunnel genau passen. So, wenn nicht oder ihr einen anderen Shifter habt, setzt ihr den an, markiert das Ganze, bohrt in den Tunnel, setzt den Shifter drauf und verbindet das Schaltgestänge mit dem Shifter. Klack. Jetzt habe ich es falsch gemacht, weil ihr natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, die Kunststoffunterlegscheiben nicht vergessen dürft. Eine Seite hier, bleibt hier, die andere Seite da. Ich hake das jetzt nicht ein, weil ich es gleich wieder auseinandernehmen muss. Und die andere Seite vom Schaltgestänge bleibt im Getriebe. So, somit seid ihr eigentlich schon fertig. Das heißt, die Bewegungen werden 1:1 über das Schaltgestänge an das Getriebe übertragen. Die Schaltwege sind schon verkürzt. Ihr habt die Zentrierung hier. Fertig, ab auf die Piste. So, nun ist es häufig so. Warte, mach das ja nochmal. Geh doch mal raus jetzt hier, Junge. Boah, was ist denn hier? Oh. So, in der Regel ist es so, dass die Bleche des Tunnels unfassbar dünn sind. Das heißt, wenn ihr die Gänge Bruce Lee-mäßig hoch und runter haut, dann arbeitet das Blech so ein bisschen mit von einem Tunnel. Daher habe ich mir eine spezielle Gegenplatte fräsen lassen, um das Ganze zu verstärken. Das heißt, Shifter, Blech, Platte verschrauben und ihr habt Ruhe. Das habe ich mir bei Merotec in Schloss Holte machen lassen. Adresse blende ich ein, wenn ihr sowas braucht für euren Shifter oder andere Spezialaufträge habt. Das ist drahterodiert, hochpräzise, die machen eine super Arbeit. Kann ich nur empfehlen. Link ist unten in der Beschreibung. So, jetzt haben wir unseren Shifter eingebaut. Alles klar. Wenn ihr Detailvideos sucht zum Einbau der Shifter und wie man die ganzen Dinge einstellt und so weiter, was wirklich nicht schwer ist. Einstellung klingt immer wild, aber eigentlich ist es in der Regel Plug and Play. Um ehrlich zu sein, das mache ich jetzt nicht mit euch. Dazu gibt es genug Videos im Netz und auch wirklich gute Videos im Netz. Was mir fehlt, ist ein direkter Vergleich. CAE, Coolerworks, RTD und IRP. So, und daher mache ich dieses Video hier. Also, fangen wir an mit CAE. Ich kann euch leider keinen der anderen Shifter außer den RTD hier zeigen, da ich wirklich nur den hier parat habe. Aber ich bin jeden einzelnen Shifter gefahren bzw. durfte mal Probe schalten. So, fangen wir an mit CAE.
CAE ist mit Abstand der teuerste Shifter für jedes Auto, auch der beste. Punkt. Ich spare mir ein Fazit am Ende, sondern sage euch gleich, was die Vor- und Nachteile sind. CAE, die Qualität ist 1A. Die Optik ist super, Verarbeitung ist top. Die Dinger funktionieren super, sind präzise, alles schön und haben auch alles, was man braucht. Arretierung für den Rückwärtsgang, Zentrierungsfeder, sind schön verarbeitet, kommen mit komplettem Zubehör, passen in der Regel immer Plug and Play. Es gibt alles in allem, gibt es nichts auszusetzen, bis auf den Preis. Wir sprechen da über, wie gesagt, das ist auch jetzt wieder fahrzeugspezifisch, aber die Preise, die ich so kenne, da bewegen wir uns zwischen 800 und 1000 Euro. Also klar, die Verarbeitung ist super, aber es ist kein Must-Have auf der Rennstrecke. Dadurch seid ihr, glaube ich, nicht viel schneller. Die Frage muss man sich mal stellen, ob man sowas wirklich braucht. Und für so ein Gimmick finde ich den Preis einfach zu hoch. Und ich finde auch, dass man etwas zu viel für den Namen zahlt. Kommen wir zum nächsten. Also, der Coolerworks war sogar mal in meinem Besitz. Ich hatte einen Coolerworks Shifter, und zwar die Race-Version mit der Mittenzentrierung auch in hoch. Das Gute an Coolerworks ist, ich finde, die Preis-Leistung ist genial. Die Optik und die Verarbeitung sind 1A. Das Schaltgefühl ist super. Ich finde es sehr kurz, ist aber nicht schlimm, denn man kann die Länge vom Shifter und somit auch den Schaltweg verstellen, was man bei vielen anderen Shiftern nicht kann. Es gibt, und wie gesagt, ich spare mir das Fazit am Ende, daher sage ich gleich, was ich darüber denke. Um ehrlich zu sein, würde der Coolerworks in mein Z4 passen vom Aufbau, hätte ich ein Coolerworks vorab. Also, das wäre mein Favorit. Wie gesagt, bei einem Preis von, ich glaube, zwischen 450 und 550 Euro macht man da, denke ich, nicht viel falsch. Der kann eigentlich alles, was so ein CAE auch kann. Nächster Punkt, IRP. IRP würde ich von der Qualität im unteren Bereich einstufen. Im unteren Bereich im Vergleich zu den anderen Shiftern. Der IRP ist nicht schlecht, der funktioniert definitiv. Ich habe zahlreiche IRP auf der Strecke gesehen. Die sind alle top zufrieden damit, alles in Ordnung. Es gibt zwei Punkte, an denen ich etwas auszusetzen hätte. Also vorab, der Preis ist in der Range des Coolerworks, somit für mich in Ordnung. Der erste Punkt des IRP finde ich, finde die Optik nicht so schön. Ich mag es einfach, wenn das Ganze rund ist. Der IRP ist unten rechteckig, oben rund und dazu relativ kurz. Das heißt, er kommt einem Serien-Schaltknauf relativ nah. Das ist so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes. Funktioniert dennoch prima. Ich war auch im Besitz eines IRP für mein Z4. Auch da passt der Aufbau nicht. Im Vergleich hätte ich dennoch eher den Coolerworks genommen, wobei die Bauhöhe des IRP besser zum Z4 passt. Aber das ist eine sehr spezielle Sache. Wenn ihr ein Auto für die Rennstrecke baut, ihr fahrt kein Z4, sondern irgendwas anderes, wo der Tunnel nicht so hoch ist, dann fände ich den IRP etwas zu kurz. So, kommen wir zum letzten Shifter, RTD. Vorab möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ohne die Jungs von 55 Parts wäre ich nicht auf diesen Shifter gekommen. Wie gesagt, das Teil kommt aus Libanon, aber wie kommt es dazu, dass ich das Ding jetzt auf dem Tisch habe? Also, ich habe bei 55 Parts angerufen, habe gesagt, Leute, ich brauche einen Shifter. Wie sieht das aus? Ihr habt doch viel mit Kupplung und so weiter zu tun. Ihr habt viel Know-how. Was könnt ihr mir da empfehlen? Ich habe den IRP probiert, der passt nicht in mein Z4. Ich habe den Coolerworks probiert, der passt nicht in mein Z4. Was machen wir? So, die Antwort war ein Tipp, und zwar, ich solle mich nach dem RTD umschauen, obwohl sie den gar nicht im Programm haben, was für mich zu 100% für diesen Shop spricht. Das ist jetzt hier keine Werbung, denn offensichtlich habe ich nichts bei 55 Parts gekauft, aber das ist ein Service, der mich dazu verleitet, dort auf jeden Fall was zu kaufen. Danke für den Tipp, super cool von euch. Also kommen wir zum Shifter. Dieser Shifter ist in Deutschland nicht erhältlich, ich habe ihn aus dem Libanon gekauft. Für 500 Dollar, mit dem aktuellen Kurs waren das 450 Euro. Achtung, dazu kommt noch jede Menge Zoll drauf, um genau zu sein, 110 Euro. Also sind wir wieder bei roundabout 500 Euro, wo sich auch die anderen Shifter befinden, außer der CAE. Oh. Vorab, ich glaube, vorab ist in diesem Video mein Lieblingswort, bevor ihr darüber nachdenkt, euch so ein Teil zu kaufen, muss ich euch sagen, der Typ, der diese Dinger herstellt, macht eine gute Arbeit, ist aber nicht der zuverlässigste. Ich glaube, das ist ein Ein-Mann-Betrieb, wenn ich mich nicht täusche. Die Teile sollen super funktionieren, der Service ist grottig. Die Kommunikation ist eine 5-. Bis zur Bestellung hatte ich zahlreiche Anfragen geschickt, keine Antwort bekommen.
dann habe ich einfach mal gesagt, ich gehe das Risiko jetzt ein, ich bestelle einfach und siehe da, kam eine Antwort. Hey, wie kann ich dir helfen, etc. Ich sage, yo, ich habe schon bestellt, du kannst mir nicht mehr helfen. So, ich habe von zahlreichen Quellen gehört, dass sie diverse Lieferprobleme haben. Die Lieferzeit beträgt Minimum 3 Wochen bis zu 8 Wochen. Man liest alles im Netz. Ich hatte Glück, ich habe meinen nach nur 2 Wochen bekommen. Und was aber, glaube ich, leider eine Seltenheit ist. So viel dazu, Shifter cool, Service nicht cool. Aber warum Shifter cool? Der für mich allerwichtigste Punkt ist, die Bauform der Basis ist super kompakt. Das heißt, ich muss nichts am Tunnel rausschneiden, die Bohrungen passen schon und der Aufbau ist wirklich klein im Vergleich zu den anderen Shiftern. Nächster Punkt, die Höhe finde ich 1A. Ich habe es ausgemessen, das Teil ist knapp unter dem Mittelpunkt meines Lenkrads. Somit hat man eine natürliche, super bequeme Handbewegung beim Schalten. Die Zentrierungsfeder ist da, alles super. Ich habe allerdings auch was auszusetzen. Ich habe das Teil in Schwarz bestellt. Das ist Silber, das ist nicht Schwarz. Schwarz? Nicht schwarz. Schwarz heißt für mich, alles ist schwarz. Gut, bei dem Kollegen von RTD wahrscheinlich nicht, aber okay, kann ich drüber hinwegsehen. Nächster Punkt, bei Coolerworks oder CAE wirst du zwischen den einzelnen Gelenkpunkten niemals Spiel haben. Hier ist es durch die Mittelachse, da habe ich, das kann ich euch jetzt schwer zeigen, aber ich habe hier ein, aber wenn ich hier drücke, habe ich ein wenig Spiel, das heißt, hier passen die Toleranzen schon mal nicht. Auch verkraftbar. Was mich wirklich ein wenig stört, ist, dass wir keine Rückwärtsgang-Arretierung haben, beziehungsweise keinen Verschluss. Das heißt, dieser Shifter wurde mal gebaut, da man für manche Modelle wohl eine Arretierung vorgesehen hat, für mein Modell allerdings nicht. Heißt, ich habe hier so einen Teller zum Ziehen, kann aber nicht ziehen. Das wird kein Problem sein, denn die Arretierung gibt das Getriebe des BMW schon vor. Das heißt, ohne stark nach links zu drücken, komme ich nicht in den Rückwärtsgang. Und wie oft schaltet man schon mal hektisch in den ersten auf der Rennstrecke? Ich musste das noch nie machen. Es sei denn, man ist irgendwie mal rausgeflogen oder muss wieder rein, aber dann reißt man das Teil ja nicht rein. Also recht sorry. Also es ist recht schwierig, da aus Versehen in den Rückwärtsgang zu kommen. Sonst sieht der Shifter für mich gut aus. Ich kann euch erst Näheres sagen, wenn ich das Teil eingebaut habe und damit wirklich schalten konnte. Wenn ihr wollt, mache ich da nochmal ein Video, dann habt ihr da ein paar Infos. Achtung an all diejenigen, die kein Z4 fahren. Jetzt könnt ihr auf Stopp drücken und schaut euch irgendwas anderes Cooles an. An die Z4, Leute. Wir haben ein super spezielles Auto. Unser Tunnel hat links und rechts einen Steg. Dieser verjüngt sich nach innen, der den Bauraum unheimlich limitiert. Das ist eine geile Pose. Das heißt, der Aufbau des Shifters darf nicht zu breit sein und darf auch nicht versetzt sein. Bei IRP ist es so, da ist er nicht wirklich breit, aber der ist so weit versetzt, das heißt, der zentrale Punkt, der zu meiner Schaltstange geht, ist weit entfernt von den Verschraubungspunkten. Dadurch, dass er weit entfernt ist, komme ich in die Verjüngung des Tunnels und kann das nicht einbauen ohne großen Aufwand. Coolerworks hat dasselbe Problem. Beim Coolerworks musst du ein Stück vom Tunnel ausschneiden, damit das Gestänge weiter vorne durchkommt und dann musst du, der Shifter vorne durchkommt und dann musst du das Gestänge auch noch kürzen oder dir ein anderes Gestänge holen. Steht für mich in gar keinem Verhältnis. Dazu kommt noch, dass der Coolerworks recht hoch vom Grundaufbau ist. Das heißt, die Verkleidungsteile im Innenraum musst du anpassen. Bei diesem Shifter, habe ich zumindest ausgemessen, passt das alles. Das heißt, das Teil hier passt Plug and Play. Jetzt muss ich es nur noch einbauen und schalten und hoffen, dass es klappt. Das sind die Dinge, die ihr beachten müsst. Auch bei dem 900 € CAE Shifter müsst ihr den Mitteltunnel aufschneiden. Und letzter Punkt, erschreckt euch nicht, der Tunnel ist auf einem recht hohen Niveau in der Kabine. Das heißt, der Coolerworks Shifter, der ragt in der Mitte recht weit hoch. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. Wenn jemand sein Auto auch gerne als Daily nutzt, würde ich fast sagen, ist das Level des IRP besser. Es gibt den Coolerworks auch in einer kürzeren Version, allerdings ohne Zentrierungsfeder. Davon rate ich ab. Den IRP gibt es auch für 350 € ohne Zentrierungsfeder. Rate ich auch von ab. Also, wenn ihr kein Problem damit habt, ein wenig zu basteln,
holt euch den Cooler Works, auch wenn ihr kein Problem habt, dass es ein wenig höher ist. Wenn euch das Design des IRP gefällt, kauft euch den IRP, auch da müsst ihr allerdings ein wenig am Tunnel rumbasteln. Wenn ihr zu viel Kohle habt, kauft euch den CAE und wenn euch die Service-Situation des RTD nicht stört und ihr habt Zeit, dann kauft euch den RTD, wobei mit der Aussage, die nehme ich jetzt halb zurück, wartet auf das Video, wenn ich das Teil eingebaut habe und dann kauft es, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kloppe ich das Teil durchs Auto. So, ein solches Video bzw. ein Vergleich dieser Shifter hat mir gefehlt, ich habe ihn im Netz nicht gefunden, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Und sorry für das Knarzen vom Stuhl. Ich habe das beim Reden quasi schon wieder komplett vergessen. Beim Aufstehen ist es mir jetzt wieder aufgefallen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm. Und falls doch, ich werde es nicht nochmal drehen. Jetzt aber, haut rein, ciao.